Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt geht's gleich los zum Produzieren. Heute werden Spaghetti gemacht. Heute habe ich einen kleinen Auftrag zum Erledigen. Und ja, heute werden Spaghetti gemacht. Von daher wünscht mir gutes Gelingen. Und einen schönen Montag. Schönen Wochenstart. Servus. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich sag's euch. Heute ist ein bitter schwarzer Tag. Ganz ehrlich, also so schlecht wie diesmal ist ja schon ewig nicht mehr gelaufen. Ja, was ist passiert? Ihr habt es mir gesehen, um 4 Uhr in der Früh. Ich habe euch ja, beziehungsweise kurz vor 4 Uhr, ich habe euch ja noch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Und wir waren dann herunter. Sind wir oben, hätten wir versucht zum Anfangen, wollten wir dann gegen halbe, dreiviertel, fünfe, haben wir dann Nudelmaschine gestartet und wollten dann schnell einen Kaffee trinken gehen. Haben wir zum Glück nicht gleich gemacht. So, Problem war, uns hat die Nudelmaschine gefressen. Also nicht gefressen, sondern mir hat es die Schnecke abgedreht. Nicht gleich. Wir hätten einen Auftrag gehabt, so brennende Spaghetti machen, und mir hat's die Schnecke vorn hat's mir abgedreht, das habe ich aber nicht gleich erkannt, dummerweise. Jetzt haben wir Matrizen ist nicht durchgegangen, also die Nudelform, die brennenden Spaghetti sind eh schon rausgekommen. Jetzt haben wir dann wieder Matrizen ausgebaut, haben wir es nochmal gewaschen, haben wir alle noch geschaut, dass nichts hier drin ist. Haben wir es wieder eingebaut, dann ist es nicht aus. Also dann war es am Anfang ein bisschen gekommen, aber die sind aber kreislich geworden. Dann habe ich gesagt, Kreuz, das kann so nicht sein. Irgendwie läuft das überhaupt nicht. Und ja, ich habe halt die dann rausgelassen. Das hat dann schon so ausgeschaut, wie wenn es einfach nicht gut, also wie wenn es eher so Aktionsware wird, also für den Wühlkorb draußen, also nichts Gescheites mehr. Und hab dann auch gesagt, wir müssen jetzt da abbrechen, weil, also wir haben es erst, wir haben um 4 Uhr angefangen und dann haben wir losgelegt, tatsächlich erst, weil die Vorarbeiten so lange dauert haben, Matrizen waschen, mischen, tralala, haben wir erst um 8 Uhr angefangen. Also haben wir 4 Stunden eingearbeitet für letztendlich nichts. Dann habe ich sowieso wie eine Spaghetti rausgelassen. Die ersten sind noch gut geworden, aber dann ist es immer schlechter geworden. Und dann habe ich gesagt, hey, so geht das nicht. Und ja, habe dann praktisch nur noch die Maschinen leer gemacht. Waren immer franziger, immer kreislicher geworden. Und habe dann gesagt, wir müssen jetzt da abbrechen, weil die Form, die bringen wir sowieso nicht mehr sauber, also Matrizen. Und das kannst du jetzt echt vergessen. Wollte dann die Matrizen ausspannen. Ja, und dann war die Lösung schon da, weil mir die Schnecke gebrochen ist. Es ist da vorne so, also unten so ein Förderschneck, das wie ein Fleischwolf, das dreht da ist so 4 und da ist durch die Matrizen durch und dann kommt es vorne raus. So, jetzt ist aber der Scheißflügel komplett angerissen. Schraum ist in der Matrizen drin, also mir hat der Schraum von dem Flügel hat's mir abgerissen, hat es in die Matrizen in Ohr so vor meine Brust. Die bringen jetzt dabei nicht mehr aus, jetzt haben wir gesagt, das müssen wir die scheiß Matrizen einwacken. Und nur Ärger, ich sag's euch, das ist so ärgerlich. Vor allem die Schnecke, die ist ausgegurgelt, das Loch, das Ohr jetzt, und jetzt müssen wir schauen, ob wir es richten können, ansonsten muss ich mal einem Förderschneckkaufer. Und die war jetzt erst neu, also die war, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Und jetzt haben wir es direkt irgendwie geschrott. Abschneider ist nicht gegangen. Ich sag's euch, das ist ja so ein schwarzer Tag. Dann haben wir die kleine Nudelmaschine noch angeschmissen, dass wir mit mal ein bisschen was zusammenbringen und ja. Kann man bitte den Tag einmal komplett in die Tonne klopfen? Ich habe überlegt, ob ich euch das sagen soll, aber es gehört dazu.
es ist nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen, es ist nicht immer nur alles toll und optimal, sondern es gibt einfach auch Zeiten, da ist halt der Tag nicht gerade so geil und das ist halt. Ich sag's eigentlich, der Tag, der scheißt mir halt richtig an. Und macht echt keinen Spaß. Es ist nur mühselig und nicht schön. Ja, das wollte ich euch jetzt einmal sagen. Ich werde jetzt auch Schluss machen, weil jetzt gelangt's. Also ich habe halt Schnauzen so dermaßen voll und ich möchte den Tag eigentlich gern canceln. Wobei, wir müssen jetzt den Tag versuchen, dass wir einfach das wieder alles hinkriegen und Nudelmaschinen retten, weil, ja, ohne Nudelmaschinen kein Geld. Ganz klar, kommt kein Geld rein, weil wir können den scheiß Auftrag nicht machen. Also, ich habe ja den Auftrag zugesagt und den ich da jetzt auch schon pressieren. Ja, jetzt ist halt Nudelmaschine hier. So, ein Teil zumindest. Ein wichtiges Werkzeug davon. Naja, das werden wir auch noch hinkriegen, weil irgendwie kriegen wir es schon hier. Irgendwas geht alle dabei und wird schon recht. Aber ja, das war halt so absolut demotivierend und hätte es jetzt eigentlich auch alles nicht gebraucht. Aber mei, ist halt jetzt so. Ich hoffe, euch eine Wochenstart war besser. Ich glaube, ich habe alle Katastrophen für diese Woche schon hoffentlich geschafft. In diesem Sinne, schönen Montag. Ciao, ich hoffe, man gibt es Besseres zum Verzeihen. Ciao, servus.